zur Info vorweg, bevor ihr euch wundert, ich war krank. Ich lag 2 Wochen flach und mir ging es gar nicht gut. Und was macht man, wenn man krank ist und nichts weiter machen kann? Man liest. Also wundert euch bitte nicht, dass ich so viel gelesen habe und denkt jetzt nicht, hä, wie macht die das? Ich war krank, ich lag zu Hause und ja, deswegen habe ich etwas mehr gelesen als sonst. Und deswegen kommt heute ein Video zu den letzten 3 gelesenen Büchern und da habe ich euch meine letzten 3 Liebesromane quasi zusammengepackt, die auch noch alle aus dem Lux Verlag sind. Und am Donnerstag kommt auch noch ein Video zu den letzten 2 gelesenen Büchern und da geht es dann um Bücher aus dem Carlsen Verlag. Also wundert euch bitte nicht, warum ich jetzt so viel gelesen habe. Ich war krank und was will man machen, wenn man krank ist? Man liest. So ist das. Ich würde sagen, wir starten jetzt aber erstmal mit dem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist noch vom Februar. Das habe ich im Februar noch beendet. Und zwar ist das dieses hier, Ein einziges Geheimnis von Simone Arnstedt. Ich habe das Buch mit der lieben Sina zusammen gelesen. Und ja, es ist ja eine erotische Liebesgeschichte, wobei ich sagen muss, dass ich finde, dass der erotische Anteil in diesen Büchern, also im ersten Teil bei der Erbin und auch in dem, sich echt im Rahmen hält. Also ich glaube, wir hatten hier auf Seite 200, 250 das erste Mal überhaupt so eine richtig erotische Szene, dass die irgendwie miteinander was gemacht haben und das finde ich sehr, sehr gut. Ich komme aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Alexander de la Crippe und Alexander ist so ein kleiner Partylöwe, er ist der Junggeselle schlechthin, er ist die Partie und er gehört zum schwedischen Adelshaus. Alexander hat sich aber außerhalb von Schweden in New York ein Leben aufgebaut und lebt dort und wohnt dort und ja, macht dort Party und genießt sein Leben. Und Alexander hat aber auch das Talent in der Finanzbranche, den richtigen Griecher zu haben und so hat er natürlich sein Geld, was er hat, vermehrt und ja, kann sich dadurch ein wunderschönes Leben leisten. Und eines Tages soll er zurück nach Hause kommen, nach Schweden. Zu einer Familienfeier. In Schweden angekommen tut Alexander erstmal seine ganzen Finanzen regeln, denn auch er hat in Schweden natürlich einige Geschäfte, die er noch abschließen muss. Und er hat dort auch eine Spendenorganisation. Und dort tut er für verschiedene, Projekte Spenden. Und eines Tages steht auf einmal Isobel Sorensen. Sie ist Ärztin und arbeitet für eine kleine gemeinnützige Organisation. Sie steht auf jeden Fall eines Tages vor ihm und bittet ihm um Hilfe. Und es ist nicht die erste Begegnung der beiden, denn die beiden sind sich ein Jahr zuvor ungefähr am Flughafen schon einmal begegnet. Und dort hat Isabel Alexander sowas von abblitzen und stehen lassen. Und ob er ihr jetzt helfen wird oder nicht, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Und dann haben wir hier noch so eine zweite Geschichte, die hier noch mit einer Rolle spielt. Und zwar geht es dort um den Bruder von Alexander, nämlich Peter. Und es ist im ersten Teil so gewesen, dass etwas über Peter rausgekommen ist, über seine Vergangenheit, was ihn in ein absolut schlechtes Licht drückt und was ihn auch absolut unsympathisch wirken lässt. Und man sich einfach nur denkt so, boah, was bist du für ein widerlicher Mensch? Und die Autorin hat es geschafft, Peter in diesem Buch in ein anderes Licht zu rücken und ihm quasi eine zweite Chance zu geben. Und ich habe selber beim Lesen gemerkt, dass die Geschichte von Peter mich zwischendurch mehr interessiert hat, teilweise wie die Geschichte von Alexander und Isobel. Und ja, das war einfach cool zu lesen, wie die Autorin das hingekriegt hat. Und wie gesagt, die Geschichte von Peter ist ein Teil, der hier noch mit eine Rolle spielt. Und ich muss sagen, die Handlung im Großen und Ganzen fand ich mega cool. Ich fand, der Anfang hat sich ein bisschen gezogen, aber im Großen und Ganzen hat mir die Handlung richtig gut gefallen. Wie gesagt, ich mochte zwischendurch die Geschichte von Peter und seine Entwicklung, die er in diesem Buch durchmacht, teilweise lieber lesen als die Geschichte von Alexander. Das hat sich dann aber zum Ende hin auch wieder mit geändert, denn das Ende war wirklich mega spannend. Da hat die Autorin nochmal einen richtigen Plot-Twist reingehauen und hat nochmal alles gegeben quasi und hat nochmal alles reingehauen, was ging. Und ja, fand ich mega cool. Also wie gesagt, von der Handlung her hat mir dieses Buch richtig gut gefallen. Nicht so gut wie der erste Teil, muss ich sagen. Der hat mich einfach mehr gepackt und da hat mich die Geschichte einfach mehr in ihren Bann gezogen. Und ja, aber trotzdem im Großen und Ganzen Handlung fand ich richtig, richtig gut. Wie gesagt, am Anfang hat sich das Ganze ein bisschen gezogen, in die Geschichte dann so Fahrt aufgenommen hat. Aber wenn man einmal in der Geschichte drin war und man so einen Lauf hatte, dann hat man es wirklich sehr, sehr schnell gelesen und ich habe es auch wirklich sehr, sehr gern gelesen. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass ich Alexander am Anfang gar nicht mochte. Ich hatte echt am Anfang mit Alexander ein Problem. Das hat sich dann aber in der Geschichte natürlich geändert und auch so ging es mir mit Peter. Wie gesagt, ich mochte Peter am Anfang gar nicht. Ich habe gedacht, am Ende vom ersten Teil, was ist das nur für ein Typ? Wie kann man sowas machen? Die Autorin, wie gesagt, hat es halt hier geschafft, den Charakter von Peter so zu beleuchten und in so ein anderes Licht zu rücken, dass man einfach am Ende noch Mitgefühl mit ihm hatte, dass man ihn verstanden hat. Und ja, ich mochte Peter am Ende vom Buch, auch wenn ich ihn am Anfang echt nicht leiden konnte. Und das
muss man als Autor erstmal hinkriegen, so eine Entwicklung in dem Charakter da reinzustecken. Und auch die Entwicklung von Alexander hat mir richtig gut gefallen. Was Isobel betrifft, ich mochte Isobel beim Lesen. Sie ging mir zwischendurch ziemlich auf den Wecker teilweise mit ihren Handlungsweisen, die sie da so an den Tag gelegt hat. Ich konnte manche Sachen einfach bei ihr nicht verstehen, aber das hat man in fast jedem Buch, dass man irgendwen mal nicht verstehen kann. Deswegen finde ich das nicht allzu dramatisch. Und ja, vom Setting her befinden wir uns hier wieder in Schweden und teilweise in New York und dann noch im Ausland, woanders. Wo verrate ich jetzt nicht, sonst spoilere ich euch. Und ja, hat mir auch wieder gut gefallen. Die Beschreibungen, der Schreibstil von der Autorin, den mag ich auch total. Wie gesagt, die Beschreibungen und Umschreibungen in diesem Buch finde ich sehr, sehr cool. Und ich finde, diese Bücher schrecken von der Dicke mit ihren 700 Seiten auch erstmal ab. Aber wenn man einmal in der Geschichte drin ist, hat man das ultra schnell gelesen. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf den dritten Teil, der diesen Monat ja jetzt noch erscheint im März. Der heißt dann Alles oder Nichts. Und da geht es um einen Ex-Soldaten und eine Schriftstellerin. Und die beiden lernt man hier in diesem Buch schon ganz kurz mal kennen. Und ja, ich freue mich auf die Geschichte. Wie gesagt, ich mag den Schreibstil von Simone Arnstedt total gerne. Ich finde, sie schafft ganz, ganz tolle Charaktere. Und wer die Erbin mochte, sollte sich Ein einziges Geheimnis auf jeden Fall mal mit angucken. Ansonsten, wer die Bücher noch nicht gelesen hat und gerne so erotische Liebesgeschichten liest, wo jetzt die Erotik nicht unbedingt im Vordergrund steht, wie bei anderen Büchern, die ich im Februar gelesen habe. Ich sag nur Crossfire. Ja, der sollte sich die Erbin und auch Ein einziges Geheimnis auf jeden Fall mal angucken. Es lohnt sich. Ich mag die Geschichten total und kann sie euch dann wirklich. Das nächste Buch habe ich im Februar noch angefangen, aber erst am 1. März beendet. Da habe ich dann die letzten 50 Seiten gelesen. Und zwar war das Wie die Luft zum Atmen von Brittany C. Cherry. Ich habe dieses Buch gekauft, weil erst hat es mir die liebe Sina empfohlen und hat gesagt, lese dieses Buch, du musst es unbedingt lesen. Und dann hat es Annika gelesen, weil sie es auch von Sina empfohlen bekommen hat. Und dann hat Annika auch noch gesagt, du musst es jetzt unbedingt lesen. Und dachte mir, okay, wenn zwei meiner Freundinnen sagen, du musst es jetzt unbedingt lesen, dann musst du es jetzt unbedingt lesen. Also habe ich mir dieses Buch im Februar mitgekauft und habe es mitgelesen. Und was soll ich sagen, dieses Buch ist so unglaublich gut und ihr müsst es unbedingt lesen. Ich kann es euch auch nur so sagen, ihr müsst dieses Buch echt lesen. Brittany C. Cherry hat ja letztes Jahr schon so ein bisschen Aufsehen erregt durch ihr Buch Verliebt in Mr. Daniels. Das ist ja so eine Schüler-Lehrer-Geschichte. Das hat auch sehr großen Anklang gefunden bei den meisten. Und ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, ob ich es lesen sollte, weil das ist so eine Schüler-Lehrer-Geschichte und davon, das mag ich jetzt nicht so unbedingt, aber ja. Mal gucken, die Annika hat es. Wenn es Annika gelesen hat und für gut befindet, dann werde ich es wahrscheinlich auch lesen. Aber im Moment weiß ich es noch nicht. Kommen wir aber mal zurück zu Wie die Luft zum Atmen. In diesem Buch geht es um Tristan und Liz. Tristan und Liz haben beide in ihrer Vergangenheit was ganz, ganz Schlimmes erlebt. Und beide kommen nicht so richtig darüber hinweg, was in ihrer Vergangenheit passiert ist. Und die beiden treffen dann in einer sehr ungünstigen Situation aufeinander, die Liz verschuldet hat, was ihr auch unendlich leid tut. Und Tristan sehr unhöflich ihr gegenüber ist und sie auch mehr oder weniger ablaufen lässt, obwohl sie sich auch bei ihm entschuldigt hat und alles dafür getan hat, um diese Situation wieder zu bereinigen, lässt er sie trotzdem stehen und das kann sie irgendwie nicht verstehen. Und später stellt Liz fest, dass sie einen neuen Nachbarn hat, der auch sehr unfreundlich ihr gegenüber ist. Und dreimal dürft ihr erraten, wer es ist. Und ja, die beiden treffen dann immer mal wieder aufeinander und Liz versucht halt wirklich einen Draht zu ihm zu bekommen, einfach, dass er freundlich mit ihr umgeht, dass, also sie will jetzt nicht sofort Freundschaft schließen und alles ist cool, sondern sie versucht einfach nur einen netten Umgang miteinander zu schaffen und das funktioniert aber nicht wirklich. Und dann treffen die beiden in einer sehr prekären Situation aufeinander und von da an ändert sich alles und die beiden versuchen sich gegenseitig über ihre Vergangenheit hinweg zu helfen, was mehr oder minder funktioniert. Und ob es den beiden am Ende gelingt, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen oder nicht, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, diese Geschichte hat mich umgehauen. Ich fand den Schreibstil so unglaublich gut. Es ist so schön geschrieben, dieses Buch. Ich muss jetzt hier mit diesem Schreibstil anfangen, weil dieses Buch ist einfach so richtig, richtig, richtig schön geschrieben. Man konnte sich hier sowas von gut in die Geschichte fallen lassen. Man hat so mit den Charakteren mitgefühlt. Es war so witzig auch geschrieben. Ich habe so gelacht beim Lesen an diesem Buch. Hier gab es eine Szene, die habe ich dann meiner Freundin mit einer Sprachnachricht vorgelesen, einfach weil ich es so witzig fand. Und ich habe mich da so kringelig gelacht. Und es waren hier so viele Szenen drin, die mich berührt haben, die mir die Tränen in die Augen getrieben haben quasi. Und ich habe aber auch so gelacht in diesem Buch. Und dieses Buch hat mich einfach so gut unterhalten.
Und ja, ganz, ganz toller Schreibstil. Und ich freue mich jetzt auch schon sowas von auf den zweiten Teil. Der zweite Teil hat mit dem ersten hier nichts zu tun. Dann sind es ganz, ganz andere Charaktere, soweit ich das mitbekommen habe, die auch mit den ersten nichts zu tun haben. Was ich auch mal cool fand, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Wie gesagt, dieser Schreibstil ist einfach so gut. Ansonsten von der Handlung her kann ich auch nicht meckern. Es waren Plot-Twists in diesem Buch drin, die man nicht hat kommen sehen. Und gerade am Ende dachte ich mir so, what? Ehrlich jetzt? Krass. Was geht denn da ab? Holy shit, krasser Scheiß. Oh mein Gott, das Ende hat mich sowas von überrascht und ich fand es so unglaublich gut. Und das Ende hat für mich das alles komplett nochmal rund gemacht und die Autorin hat da echt nochmal einen Plot-Twist reingehauen, den man so nicht hat kommen sehen und fand ich mega gut. Also ganz, ganz tolle Handlung, ganz, ganz toller Schreibstil und auch die Charaktere finde ich mega gut. Ich finde, man merkt, wie Tristan und auch Elizabeth oder Liz, wie sie in dem Buch genannt wird, mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen haben und wie, was sie für eine Entwicklung in diesem Buch durchmachen, wie sie versuchen, das alles hinter sich zu lassen, wie sie versuchen, das Ganze zu bewältigen und zu verkraften und irgendwie versuchen, einen Schritt nach vorne zu gehen. Und ich finde, das hat die Autorin auch so, so toll gemacht und ja, ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich finde die Handlung gut, ich finde die Charaktere gut, die Charakterentwicklung finde ich gut. Ich mag den Schreibstil und auch das Setting. Wir befinden uns hier in einer amerikanischen Kleinstadt. Auch das hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte die Umschreibungen, ich mochte die Beschreibungen. Ich konnte mir das alles sehr, sehr gut vorstellen. Das Haus von Liz konnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder auch die Arbeitsstellen, wo die arbeiten und auch diese Kleinstadt im Großen und Ganzen. Konnte ich mir richtig gut vorstellen und ja, ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Lust auf eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte habt mit ein bisschen Erotik, dann solltet ihr euch Wie die Luft zum Atmen auf jeden Fall angucken. Und ich muss auch ehrlich mal sagen, ich finde es mega cool, dass hier mal ein Kerl auf dem Cover ist. Ja, also auf den meisten Liebesromanen findet man immer irgendwelche knutschenden Pärchen oder irgendeine Frau mit so einem Gesicht. Deswegen finde ich sehr, sehr cool, dass hier einfach mal ein Typ vorne auf dem Cover ist. Finde ich, hat der Lux Verlag ganz, ganz toll gemacht. Und ja, dieses Buch ist einfach nur eine klare Leseempfehlung von mir. Lest dieses Buch und ich mag es. Es ist ganz, ganz toll und es ist sehr witzig und es ist sehr berührend und traurig. Und schon der Anfang mit der ersten Begegnung der beiden, dann dachte ich nur so, oh mein Gott, bitte nicht. Und ja, finde ich ganz, ganz toll. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Lust auf eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte habt. Schaut euch Wie die Luft zum Atmen von Brittany C. Cherry auf jeden Fall mal. Damit wären wir dann auch beim letzten Buch für dieses Video. Und auf dieses Buch habe ich mich schon so gefreut. Ich habe es mir jetzt nicht vorbestellt, weil ich ja keine Bücher mehr vorbestelle, weil ich die dann meistens später habe, wie wenn ich sie so in der Buchhandlung kaufe. Aber ich habe es mir im Februar gleich gekauft. Und zwar Rock Kiss 4 bis der letzte Takt verklingt von Nalini Singh. Das ist der letzte Teil der Rock Kiss Reihe. Und ich habe mich so auf dieses Buch gefreut. Ihr glaubt das gar nicht. Ne? Ich fand ja den zweiten Teil von Rock Kiss so unheimlich gut. Der dritte hat mir auch sehr gut gefallen, war aber nicht so gut wie der zweite. Deswegen war ich jetzt auf den vierten gespannt. Und was soll ich sagen, der vierte Teil, ich mochte ihn von der ersten Seite an. Ich habe mir am Anfang nur gedacht so, wow, wow, die tut mir jetzt aber echt mal sowas von leid. Was ist denn das für ein blödes Arschloch? Also ich war sofort drin in der Geschichte. Ich konnte mich sofort in die Protagonistin hineinversetzen. Ich habe sofort mit ihr gefühlt. Und das, also wirklich von der ersten Seite an hatte mich dieses Buch. Ich muss aber auch sagen, dass mir die Geschichte vom zweiten Teil von Charlotte und Gabriel immer noch einen Tacken besser gefallen hat, als die Geschichte hier von Abe und Sarah. Aber die kommt gleich danach. Also wenn mich jetzt einer fragt, wie die Reihenfolge wäre, wie mir die Bücher von The Rock Kiss Reihe gefallen, 2, 4, 3, 1. Also, ne? Ich liebe den zweiten Teil, da geht nichts drüber, aber auch der vierte ist richtig gut. Wie gesagt, ich war von der ersten Seite komplett drin in der Geschichte. Ich habe dieses Buch in 2 Tagen gelesen. Ich bin da komplett durchgerauscht. Ich habe dieses Buch gefressen auf gut Deutsch. Und ja, ich komme aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es wieder um die Rockband Schoolboy Cher. Und bis jetzt hatte ja jeder dieser Mitglieder quasi seine Geschichte. Und hier in dem vierten und letzten Teil geht es um Abe. Und Abe war mal verheiratet und seine Frau hieß Sarah. Und die beiden haben sich dann getrennt vor ein paar Jahren und haben sich scheiden lassen und haben auch nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Und dann ist es so, dass am Ende vom dritten Teil die beiden wieder in einer sehr, sehr ernsten Situation aufeinandertreffen, wo Sarah seine Hilfe braucht. Und nachdem Abe Sarah dort gesehen hat, kann er nicht mehr von ihr lassen. Er macht sich Sorgen um sie und er fragt sich, wie es ihr geht und wie sie mit allem zurechtkommt. Denn in Sarahs Leben ist in der Zwischenzeit ganz, ganz viel passiert. Und
ja, er versucht ihr dann irgendwie beizustehen und versucht ihr zu helfen. Und so kommen die beiden wieder quasi zueinander und treffen sich. Und Sarah kann aber die Vergangenheit nicht hinter sich lassen, denn Abe hat sie da wirklich sehr, sehr schlecht behandelt. Das kann man nicht anders sagen. Also die hat, man fängt damit an am Anfang, wenn man das liest, und tat die mir so leid. Und ja, Abe hat es halt in seiner Vergangenheit nicht geschafft, seine Drogen- und Alkoholsucht unter Kontrolle zu kriegen. Und er hat es halt nicht geschafft, die Beziehung irgendwie zu retten und zu kitten. Und jetzt versucht er bei Sarah eine zweite Chance zu bekommen. Und ob ihm das gelingt oder nicht, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, ich fand dieses Buch von der Handlung her wirklich toll. Also es war teilweise ein bisschen vorhersehbar, was ich aber nicht schlimm fand. Die Handlung hat mir richtig gut gefallen. Das Ende war ultra kitschig, aber es war so schön. Und ich fand es war auch ein absolut guter Abschluss für diese komplette Reihe. Und ja, ich mochte die Handlung total von den Charakteren. Ich habe so mit Sarah gelitten. Also das glaubt ihr gar nicht. Also die taten mir echt, die taten mir dieses ganze Buch, tat mir sowas von leid. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, diese arme Frau, was muss sie denn nur noch alles erleben? Und Abe mochte ich am Anfang nicht. Ich habe nur gedacht, was bist du für ein blödes Schloch. Aber auch die Entwicklung, die er natürlich in der Zeit gemacht hat, wo sie getrennt waren, und die er auch in der Geschichte macht. Und ja, hat mir richtig gut gefallen, dass ich ihm am Ende auch wirklich sehr, sehr mochte. Und es ist einfach schön zu sehen, wie die beiden in diesem Buch miteinander agieren und wie sie sich näher kommen und dann wieder entfernen und mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen haben. Und ja, hat mir richtig gut gefallen. Also tolle Charaktere. Natürlich sind die Charaktere aus den ersten drei Teilen auch alle wieder mit da dabei. Und ich finde es halt immer schön, wenn man die dann schon kennt und man weiß, wie die ist und wie sie so drauf sind. Und ja, hat mir richtig gut gefallen. Also ganz, ganz tolle Charaktere, tolle Charakterentwicklung bei den beiden Hauptcharakteren. Vom Setting her befinden wir uns hier wieder in L.A. Und ich muss ja sagen, Nalini Singh hat einen ganz merkwürdigen Satzaufbau. Also sie schreibt ja eigentlich aus der Erzählerperspektive, aber teilweise auch aus der Ich-Perspektive, und sie wechselt im Kapitel die Perspektiven. Also ich würde damit normalerweise nicht klarkommen, aber weder bei der Gestaltwandler-Reihe hat mich das gestört, noch bei der Reihe hat mich das gestört. Und Nalini Singh ist die einzige Frau, die das schafft, dass mich das nicht aus dem Konzept bringt und dass mich das nicht stört, wenn die mitten im Kapitel mit einem Absatz die Perspektive wechselt. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber diese Frau hat es einfach drauf. Und ich finde auch die Übersetzungen von diesen Büchern ganz, ganz toll. Da muss man definitiv auch mal ein großes Lob an die Übersetzer im Generellen mal schicken. Ja, ich muss sagen, wenn die Übersetzung nicht stimmt, dann bringt das ganze Buch einem ja nichts. Da kann die Autorin ja noch so einen tollen Schreibstil haben. Deswegen auch mein großes Lob an die ganzen Übersetzer vom Lux Verlag. Also ich muss ja sagen, ich bin eh ein großer Fan vom Lux Verlag. Fast alle Bücher, die ich vom Lux Verlag habe, finde ich ganz, ganz toll und feiere ich total. Also kann ich nicht anders sagen. Deswegen großes Lob an die Übersetzer. Aber ja, kommen wir mal zurück zum Schreibstil im Allgemeinen von Nalini Singh. Wie gesagt, normalerweise verwirrt mich sowas. Aber sie schafft es halt wirklich, mich trotz dieses Durcheinanders in ihren Bann zu ziehen. Und das schafft kein anderer. Und ja, ich liebe den Schreibstil von Nalini Singh. Ich liebe ihn bei der Gestaltmantelreihe. Ich habe ihn hier bei der Reihe geliebt und ich bin schon gespannt, wie das bei der Gilde der Jäger ist. Also bei dieser Engelsreihe, die habe ich ja noch hier. Die muss ich auch mal anfangen zu lesen. Und ja, ganz, ganz tolles Buch. Tolle Charaktere, tolle Handlungen, tolles Setting. Also wie gesagt, L.A. ist sowas von cool von der Kulisse her. Und ja, ganz, ganz toller Abschluss dieser Reihe auch. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Lest die Rockkiss-Reihe von Nalini Singh. Wenn ihr wollt, dass ich euch nochmal eine Reihenvorstellung zu diesen Büchern mache, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Dann kann ich euch alle vier Bücher und meine Meinung dazu gerne nochmal im Kompletten vorstellen. Aber ich denke mir jetzt so, lassen wir das jetzt erstmal so, weil die Bücher in sich abgeschlossen sind. Aber wie gesagt, wenn ihr eine Reihenvorstellung wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare, dann mache ich das nochmal extra. Ja, aber ich kann auch hier Rockkiss 4 euch wirklich nur empfehlen. Ich empfehle auch bei der Reihe wirklich die anderen Teile vorab zu lesen, obwohl es ja eigenständige Bände sind und die Geschichten in sich abgeschlossen. Aber ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel den vierten Teil liest und die ersten nicht kennt, hat man ziemliche Probleme, da irgendwie in die anderen Charaktere sich hineinzuversetzen, weil man sie einfach noch nicht kennt, und das kann zu Verwirrungen führen. Deswegen empfehle ich bei solchen Reihen definitiv auch immer, lest es der Reihe nach, sonst kann es sein, dass ihr euch fragt, wer ist denn dies? Und das wollen wir nicht. Aber auch hier ganz klare Lesung. Das waren meine letzten drei gelesenen Liebesromane quasi. Und ja, ich habe alle drei Bücher wirklich sehr gefeiert. Ich fand es ganz, ganz toll. Jedes Buch auf seine eigene Art und Weise und jedes Buch für sich hat mir ultra gut gefallen. Und wie gesagt, der Lux Verlag hat es meiner Meinung nach einfach drauf, da die richtigen Bücher auch in ihr Programm zu nehmen. Und ja, schreibt mir eure Meinung zu den Büchern gerne unten in die Kommentare, falls ihr sie schon gelesen habt oder auch noch nicht gelesen habt. Falls ihr Fragen habt, auch das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.